dass es unglaublich wichtig ist, nicht nur immer als Einzelkämpfer unterwegs sein zu wollen und alles für sich selbst irgendwie immer herauszufinden, sondern dass Gemeinschaft, Freundschaft, sozialer Kontakt, soziales Miteinander unglaublich wichtig für ein langes, gesundes, zufriedenstellendes Leben ist. Entwirf große Visionen, setz deinen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Und damit von Herzen willkommen zu diesem heute wirklich mal wieder ganz, ganz spannenden Gedankenaustausch. Ich habe den Spaziergang hier durch den Wald gerade genutzt, um ja, meine Gedanken zum Thema Freundschaften, zum Thema Gemeinschaften, zum Thema soziale Netzwerke und so weiter und so fort mal ein bisschen zu strukturieren und zu ordnen. Und wie in der Einleitung schon so ein bisschen angeteasert, vor allen Dingen darauf zu beziehen, was wir als Mensch, was wir als Mann heute eigentlich brauchen, um ein glückliches, ausgeglichenes und irgendwo auch ja, erfüllendes Leben leben zu können. Und ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte, aber eine ganz interessante Studie gelesen, in der es um die Faktoren geht, die den Menschen letztlich wirklich glücklich und vor allen Dingen auch gesund leben lassen. Und der allerwichtigste Faktor, noch wichtiger als eine gesunde Ernährung, als genügend Bewegung, Sport und alle der Sachen, die für uns bei einem langen, gesunden Leben erstmal, sage ich mal so, eigentlich aufleuchten, war der wichtigste Punkt tatsächlich Freundschaften bzw. soziales Integriertsein. Menschen zu haben, mit denen man sich regelmäßig austauschen kann, Menschen zu haben, mit denen man regelmäßig tolle Momente erleben kann, sodass man nicht das Gefühl hat, einsam zu sein. Ich sage bewusst nicht das Gefühl hat, einsam zu sein, denn dass man regelmäßig auch Zeit für sich alleine braucht und damit das Alleinsein genießen lernt, im Wort steckt es ja auch schon drin, All-Ein-Sein, das ist auch, sage ich mal, der andere Pol. Das heißt, Alleinsein per se, wenn man das genießen lernt, ist cool. Aber wenn man jetzt nur das Alleinsein zur Verfügung hat, dann kann aus dem All-Ein-Sein schnell ein Einsam-Sein werden. Und Einsam-Sein scheint auf jeden Fall ein Faktor zu sein, vor allem das Gefühl, einsam zu sein, scheint ein Faktor zu sein, der auf jeden Fall genau das Gegenteil von einem gesunden, langen Leben darstellt. Und das kann ich auf jeden Fall aus meinen letzten Jahren eigentlich bestätigen. Das heißt, wenn man meine allerersten Videos nochmal sich anschaut, damals war ich auf jeden Fall in der Phase, wo bei mir alles erstmal so losgegangen ist mit diesen ganzen Findungsprozessen. Und damals hatte ich noch nicht so wirklich viele tiefgreifende Freundschaften und habe mich durchaus relativ häufig, relativ regelmäßig einsam gefühlt. Aber ich habe es mir damals eingestanden. Ich habe mir damals eingestanden, okay, Maurice, du möchtest jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wirklich auch Freundschaften aufbauen. Du möchtest dieses Gefühl von Einsamkeit transformieren, dass du, wenn du das möchtest, die Möglichkeit hast, coole Menschen um dich herum zu haben, coole Menschen einzuladen, coole Zeit mit, gute Zeit mit coolen Menschen zu verbringen. Und das hat mein Leben auf jeden Fall fernab von allem anderen auf ein Maß gehoben, für das ich unglaublich dankbar bin und mit dem ich dir jetzt auch nochmal diese Einladung aussprechen möchte, dass es unglaublich wichtig ist, nicht nur immer als Einzelkämpfer unterwegs sein zu wollen und alles für sich selbst irgendwie immer herauszufinden, sondern dass Gemeinschaft, Freundschaft, sozialer Kontakt, soziales Miteinander unglaublich wichtig für ein langes, gesundes, zufriedenstellendes Leben ist. Und ich sehe das auch immer wieder heute in dieser Zeit, wo ja, sich so viele Leute gerade auch in dem Kontext hier mit Persönlichkeitsentwicklung und Co. beschäftigen, dass man immer versucht, ja, weiß ich nicht, so selbst der Stärkste zu werden und sehr den Fokus auf sich selbst, auf seine eigene Persönlichkeit richtet und dabei vielleicht oft diese Gemeinschaft so ein bisschen aus dem Blick verliert. Das heißt, okay, wie geht's denn eigentlich meinen Freunden? Wie geht's denn den anderen? Wo kann man denn vielleicht auch mal gemeinsam wieder Momente erschaffen? Und ich glaube, dass das ein Faktor ist, der unglaublich wichtig ist und mit dem ich dich jetzt nochmal einladen möchte, wie gesagt, ganz bewusst Freundschaften aufzubauen, ganz bewusst deine Gemeinschaften zu pflegen. Ganz egal, ob du jetzt schon Freundschaften hast und die vielleicht ein bisschen intensivieren darfst oder ob du jetzt vielleicht auch an einem Punkt stehst, wo du dir erstmal eingestehen musst, okay, krass,
sondern wirklich ein Netzwerk, eine wirkliche Gemeinschaft, wirkliche tiefgreifende Freundschaften, da sieht es bei mir eher mau aus. Und dann ist das ja auch erstmal der erste wichtige Schritt, sich das einzugestehen. Und als ganz, ganz wichtigen Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, dass es super viele Menschen da draußen heute gibt, die sich das eigentlich auch wünschen würden. Und dementsprechend immer wieder mal den ersten Schritt zu setzen, das heißt mit offenen Karten zu spielen, sich mal zu öffnen, auch seinen Freunden gegenüber, Bekannten gegenüber. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte in Freundschaften auch mal auf eine tiefere Ebene kommen, dass man selbst diesen Schritt hin auch mal setzt. Das heißt, dass man auch mal ein bisschen tiefer in den Austausch geht, dass man regelmäßiger Zeit miteinander verbringt, dass man gemeinsame Dinge mal plant, sodass man Vertrauen aufbaut und dementsprechend sich auch wirklich in der Tiefe besser kennen und damit auch Vertrauen lernt. Und auf der anderen Seite, das sehe ich bei mir im Mentoring, das habe ich jetzt vor kurzem auch bei unserem letzten Retreat gesehen, das jetzt im April diesen Jahres stattgefunden hatte. Dazu wird auch noch in der Folge bald ein Aftermovie erscheinen. Was Gemeinschaft für eine unglaubliche Kraft freisetzen kann. Und wirklich jeder von diesen Neoman-Retreat-Teilnehmern, die allesamt auch bei mir entweder im Mentoring oder in meiner Männergemeinschaft sind, war absolut begeistert, wie schnell, ohne dass man sich vorher eigentlich schon wirklich kannte, man sich aufeinander einlassen kann und wie krass diese damit verbundenen Gefühle von Gemeinschaft sein können, wenn man abends zusammen am Feuer steht, wenn man zusammen einfach mal schreit und einfach mal alles rauslässt, was man sonst vielleicht nur mit sich selbst ausmacht, wenn man zusammen weint. Und ja, das haben wir tatsächlich, wenn man zusammen lacht, wenn man zusammen tanzt, auch das haben wir tatsächlich, bis spät in die Nacht hinein. Dann sind das einfach Momente, die man so, auf diese Art und Weise, alleine niemals wird erleben können. Und das ist ganz wichtig, sich das einzugestehen, dass man ein soziales Wesen ist. Und selbst wenn man es mit sozialen Ängsten und so weiter und so fort zu tun hat. Ich selbst hatte damals unglaubliche soziale Ängste, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Sich das einzugestehen und zu sagen, aber trotzdem zieht es mich eigentlich in soziale Austausch, in soziale Kontexte. Und solche Räume bewusst zu suchen, wie jetzt bei mir zum Beispiel in der Männergemeinschaft, wo man sich das erste Mal öffnen kann, wo man wieder in dieses Vertrauen reinkommen kann, ganz egal, welche Päckchen man mitbringt. Das ist unglaublich wichtig, um wieder als Mann in seine eigene Kraft zu kommen und wie gesagt dann auch einen gemeinsamen Tribe mit Freunden, mit Bekannten und so weiter und so fort entstehen zu lassen. Das heißt, dass man nicht einfach nur stumpf die Zeit absitzt und irgendwie nur zusammen Party machen geht und sonst irgendwas, sondern dass man vielleicht wirklich auch zusammen bewusster Zeit miteinander gestaltet. Das heißt, wirklich bewusst sich verabredet, um mal sein eigenes Leben jetzt in den letzten Monaten zu reflektieren, um vielleicht gemeinsam Pläne zu schmieden, um ein bisschen zusammen Accountability-Partnerschaften zu bilden und zu sagen, hey, okay, ich setze mir jetzt hier bis Ende Juli das und das Ziel, du setzt dir das und das Ziel, lass uns das gemeinsam so ein bisschen tracken, lass uns da immer so ein bisschen gegenseitig Rechenschaft ablegen, mal zusammen eine Challenge anzugehen und zu sagen, hey, lass uns irgendwie mal 20 Kilometer zusammen wandern gehen, auch wenn wir das noch nie gemacht haben, lass uns irgendwie im Winter mal zusammen Eisbaden gehen, lass uns, weiß ich nicht, irgendwo in der näheren Umgebung mal einen Berg besteigen gehen, lass uns irgendwie zusammen mal zelten gehen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die alle vielleicht auch so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegen. Und wenn man sowas in Freundschaften gemeinsam angeht, dann sind das einfach Momente, die das Leben als Mann auch wieder unglaublich lebenswert machen. Das heißt, ganz egal, ob du jetzt irgendwie Student bist, ganz egal, ob du ein ganz normaler Arbeitnehmer bist, ob du irgendwie Familienpapa schon bist, ob du was auch immer. Ich glaube, jeder Mann braucht Männerfreundschaften, in denen er halt eben, ja, mal aussteigen kann aus dem Alltag, indem man wirklich mal wieder Mann sein kann, indem man einfach mal wieder zurück so ein bisschen zu seinen Wurzeln kommen kann, in die Natur, ins Flirten meinetwegen, wenn man Single ist oder wenn man Bock drauf hat, irgendwie auch mal wieder Frauen zu verführen. Ganz egal, es gibt so viele Kontexte. Und das ist das Tolle am männlichen Leben letzten Endes doch, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, ein geiles Leben zu führen, weil uns alle vereint, dass wir uns irgendwie danach sehen, coole Zeit mit geilen Menschen zu verbringen. Uns alle vereint das, dass wir irgendwie sexuelle Wesen sind. Uns alle vereint es, dass wir irgendwie uns gut ernähren wollen. Uns alle vereint es, dass wir irgendwie geile Zeit in der Natur verbringen wollen und uns wieder so ein bisschen in der Tiefe kennenlernen. Uns alle vereint es, dass wir besondere Momente erleben und erschaffen wollen, dass wir aber auch mal irgendwie Erholung brauchen und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Grundbedürfnisse sind eigentlich gar nicht so verschieden.
Und die Kunst besteht oft auch einfach wirklich mal wieder darauf oder darin, sein Leben auf das Wesentliche zu besinnen. Das heißt, es nicht unnötig kompliziert zu machen und sich da überall allerlei Konzepte irgendwie rauszupicken und den Wald vor lauter Bäumen sprichwörtlich nicht mehr zu sehen, sondern wieder, okay, was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Leben? Was ist eigentlich das Wesentliche? Und dazu zählen, wie gesagt, diese Gemeinschaften, Freundschaften. Dazu zählt die Sexualität. Dazu zählt die Ernährung, dazu zählt die Familie, dazu zählt vielleicht Reisen, etwas sehen von der Welt, etwas erleben. Dazu zählt die Spiritualität, sich diese Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich, wo bin ich denn hier? Und wenn man das alles nach und nach so ein bisschen in sein Leben integriert, natürlich auch noch den Körper, Sport, Bewegung, dann ist man schon relativ gut aufgestellt. Und ich kann das immer wieder nur empfehlen, wenn man wirklich mal für ein paar Wochen einfach so den äußeren Informationsfluss auf ein notwendiges Minimum herunterführt, dann siehst du auf einmal diese Welt wieder. Und dann hast du auf einmal wieder auch diese Bindung zu deinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, die Welt gaukelt dir lauter irgendwelche Bedürfnisse vor. Irgendwas, was du permanent vielleicht machen musst und verbessern musst und sonst irgendwas. Aber bist das wirklich du? Ist das wirklich deine eigene innere Stimme? Und um zurückzukommen zu dieser inneren Stimme, ich kann es dir, wie gesagt, nur empfehlen, cutte diesen Informationsfluss mal wirklich aufs Wesentliche. Such dir irgendwie mal 3, 4, maximal 5 YouTuber raus, wo du wirklich das Gefühl hast, da kannst du immer wieder auch Input rausziehen, der für dein Leben relevant ist. Alles andere cuttest du und dann Fokus auf das Wesentliche. Das ist meine Einladung mit diesem Video. Wirklich Zeit auch nochmal in diese Gemeinschaft zu investieren, in Freundschaften, die bewusst zu suchen und so ein bisschen ganz bewusst diese Einzelkämpfer-Attitüde mal abzulegen, mal wieder in Austausch zu gehen, dich mal wieder zu öffnen und zu realisieren, dass wir oft gemeinsam deutlich stärker sein können, als wir es alleine sind. Insofern, falls du Bock hast auf Gemeinschaft, das ist jetzt natürlich noch die Einladung, dann kannst du dir gerne mal einen kostenlosen Kennenlern-Call auf mauriceneo.de sichern. Das heißt, einfach mal vorbeiklicken, den kostenlosen, unverbindlichen Kennenlern-Call sichern und dann kann ich dir gerne mal vorstellen, wie du tatsächlich auch in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren Teil von meiner Männergemeinschaft werden kannst, vielleicht beim nächsten Retreat auch mal dabei sein kannst und vor allen Dingen regelmäßig in Austausch mit echt richtig bewussten Männern bist und natürlich auch mit mir immer wieder in regelmäßigen Austausch sein kannst. Persönlich natürlich dann auch, dass du mal mitreden kannst und ich nicht immer nur hier einen Monolog führen muss. Insofern, ich freue mich, dich kennenzulernen, mauriceneo.de und ansonsten wünsche ich dir eine geile Zeit, einen geilen Sommer und wir hören uns. Dein Maurice.